Jetzt habe ich mir noch gar nicht überlegt, wie ich den Podcast anfangen soll. Und hast es trotzdem getan. Verrückt. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe 2959, dem Neue Welle Podcast. Hier sprechen wir über Themen, die es nicht wirklich lange, nicht wirklich viel, nicht wirklich ausführlich in unser Radioprogramm geschafft haben. Aber das sind Themen, bei denen wir denken, da müssen wir nochmal drüber reden, oder Carsten? So sieht's aus. Ne? Also für alle Menschen, die in Karlsruhe Richtung Freudenstadt, Südpfalz, Richtung Fussal. Von Mannheim bis Offenburg, von Landau bis nach Freudenstadt. Ah, ja, du hast es drauf. So sage ich es. Du hast es. Ja, super. Also für alle, die hier leben und hier groß geworden sind. Ja. Und vielleicht gibt es ja auch Menschen, die jetzt mittlerweile in Berlin oder irgendwo so leben, aber hierher kommen und noch wissen wollen, was ist denn los eigentlich? Vielleicht gibt es auch Leute, die gar niemals jemals hier gewesen sind, aber trotzdem wissen, hier passiert was. Was geht hier ab? Ja. Ja. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, ehrlich gesagt, weil. Oder vielleicht doch. Leute, doch, so, jetzt weiß ich, was du meinst, vielleicht Leute, die hier Urlaub gemacht haben, sich in diese Region und in die Menschen und verliebt haben. Das geht ja, geht dir das auch manchmal so, dass du irgendwo so im Urlaub warst und denkst so, oh Mann. Der Podcast 2959 ist ein Werbespot für unsere Region. An der Stelle hören wir auf, weil besser kann es gar nicht mehr werden. Ja doch, jetzt müssen wir liefern. Ja. Wir können jetzt nicht hoffen. 2959 übrigens für alle, die neu dazugekommen sind, heißt dieser Podcast, weil er genauso lang ist. 29 Minuten und 59 Sekunden und egal, ob wir fertig sind oder nicht, das Ding läuft so lang durch. Genau. Selbst wenn wir das Intro noch länger als nötig machen, wie wir das gerade tun, er hört nach 29 Minuten und 59 Sekunden auf. Welches Thema hast du heute dabei? Ein Thema, das mich wieder zum Nachdenken gebracht hat. Und zwar sucht die Polizei nach Zeugen, denn es wurden in Karlsruhe mehrere Gegenstände gefunden in der Schützenstraße und das sind so gruselige, kuriose Gegenstände, wo ich gedacht habe, puh, da müssen wir mal drüber reden. Also was kann da passiert sein? Ich vermute nichts Gutes. Okay, ich bin gespannt. Was stellst du dir unter dem Begriff oder was stellen sich die Zuhörer unter dem Begriff Regio-Move vor? Könnte Regio-Move... Ja, das ist Schlager-Move. Ja, genau. Ne? Könnte das vielleicht so eine Art Love Parade sein, so eine Art Schlager-Move, der Regio-Move? Oder könnte das vielleicht ein neuer Tanz sein, sowas wie der Locomotion oder der Lipsi für dich? Was ist der Lipsi? Das ist doch der... War das nicht in der DDR so ein Tanz? Der Lipsi, das DDR-Gegenstück zum Rock'n'Roll? Da weißt du mehr als ich. Keine Ahnung. Nee, okay. Also, meine Eltern waren noch nie so die Tänzer. Also was könnte hinter dem Begriff Regio-Move stecken? Wir sprechen drüber in dieser Podcast-Ausgabe. 2959, der neue Welle-Podcast. Mit Carsten und Jan. Und bevor wir zu diesen Themen kommen, die wir gerade Ihnen schon schmackhaft gemacht haben, Neues aus hinter den Kulissen. Ja. Wir erzählen nochmal so Geschichten, die um den Podcast herum passiert sind. Und wir haben eine ganz tolle, eine wirklich so tolle WhatsApp-Nachricht bekommen von Mario. Er schreibt, guten Morgen, habe zum ersten Mal euren Podcast gehört. Anschließend habe ich einen... Das Radio ausgeschaltet und verbrannt. Kam letzt einer zu mir und sagt, guten Tag, sind Sie nicht der Herr Zipp vom Radio? Der Herr Zipp? Sagt, ja, da sage ich, wieso der Herr Zipp? Ich bin nur der Herr Zipperer. Da sagt er, ja, sehen Sie mal, wie schnell ich abschalten kann. Na, hat er nicht gemacht. Ja, war ein Witz, Carsten, war ein Witz. Echt? Oh. Nee, ich finde sowas nicht lustig. Oh Gott. Also, ich fange nochmal an. Guten Morgen, habe zum ersten Mal euren Podcast gehört. Anschließend habe ich einen Marathon daraus gemacht und fast alle Folgen angeschaut. Ja. Großes Kompliment, echt klasse. Ich sehe mir immer das Video auf YouTube an. Da kann man nämlich eure Mimik und Gestik noch verfolgen. Das ist der Hammer. Regionale News, humoristisch verpackt. Gruß, Mario. Und jetzt sag mir bitte nicht, dass das irgendwie deine Mutter oder so geschrieben hat. Mama Mario. Nein, der ist echt. Ich kenne ihn auch nicht, habe keine persönliche Beziehung zu Mario. Er hat mir aber auch nochmal geschrieben, das fand ich am besonders tollsten. Er hat nämlich morgens die neue Welle gehört und hat dann euch oder dir geschrieben, weil er weiß, dass du da die Sendung moderierst von 7 bis 8. Und dann hat er auch extra mir nochmal geschrieben, am Nachmittag, Mario, weil er weiß, von 15 bis 20 Uhr bin ich dran. Und dann hat er extra nochmal das Gleiche geschrieben. Hat das Gleiche nochmal geschrieben? Also Copy-Paste? Also nicht Copy-Paste, nein, nicht Copy-Paste. Inhaltlich ein ähnlicher Inhalt, aber neu formuliert. Und dann habe ich auch scherzhaft zurückgeschrieben, dass er aufpassen soll, dass er keine bleibenden Schäden davon bekommt. Wenn er zweieinhalb Stunden, er hat gesagt, er hat 2,5 Stunden unseren Podcast gehört. Und dann hat er gesagt, nee, er passt auf sich auf. Also er hat auch Humor, der Mario.
Sehr gut. Mario. Ja, gut, humoristisch versuchen wir es ja auch so manchmal hier so ein bisschen. Wir versuchen es, ja. Und was ich auch nochmal, was ich sagen möchte, das hatte ich jetzt mit dir gar nicht abgesprochen, aber vielleicht erlaubst du mir diesen Exkurs. Wir haben ja mit unserem Geschäftsführer zusammengesessen, der die ganze Chose hier mitfinanziert, beziehungsweise auch erlaubt. Und er hat gemeint, wir können Werbung machen. Wir können Werbung machen. Ja, wir dürfen Werbung machen für Produkte aus der Region. Ja. Allerdings müssten diese uns dann Geld dafür geben. Also was ich damit eigentlich sagen möchte ist, liebes Braustübel, liebes oh Gott, jetzt kommt. Kfz-Versicherungshaus, liebe Autowerkstatt, egal, wenn ihr noch ein paar Euro locker habt und in diesem Podcast eine Rolle spielt. Erzähl doch mal was von deinem ersten Thema, das interessiert mich am meisten. Was hast du gesagt? Da hat man was gefunden. Abgewürgt, ey. Vermutest nichts Gutes. Nein, also das ist jetzt wieder erste Meldung hier, die mich bewegt hat. Folgendes. Die Polizei sucht Zeugen und zwar zu mehreren Gegenständen. In der Karlsruher Schützenstraße wurden diese gefunden und zwar in der Nähe von Mülltonnen beziehungsweise dazwischen. Und zwar folgendes wurde gefunden. Ein weißes T-Shirt mit Blutantragungen. Also mit Blut auf dem T-Shirt. Ja. Und unter diesem Shirt lag eine Schreckschusswaffe und ein Taschenmesser. Das ist schon hart, ne? Also der hat in der Mülltonne ein blutverschmiertes T-Shirt neben gefunden. Der Mülltonne. Neben der Mülltonne. Ja, so da standen wohl mehrere Mülltonnen nebeneinander und dazwischen war das irgendwie einfach so hingeworfen. Aber eben geil. Auch noch so, dass das T-Shirt, die Schreckschusswaffe und das Messer verdeckt. Anwohner hatten das gesehen, hatten dann eine Streife gerufen in der Schützenstraße, da passt man nämlich noch auf sich auf. Und die hatte dann das weggenommen und hat dann gesehen, dass da eine Schreckschusswaffe drin ist. Wie tickst du? Denkst du jetzt als erstes an ein krasses Verbrechen? Ja. Oder ich tick nämlich eher so, ich denke jetzt eher so, da hat jemand einen Spaß erlaubt, eine Schreckschusswaffe, ein Messer und blutverschmiertes T-Shirt. Da hat einer irgendwie einen Tatort zu Hause nachgedreht. Und das waren die Utensilien oder wollte mal gucken, was passiert, wenn man in der Schützenstraße. Ich denke warum, nie an was wirklich Böses. Aber warum schmeißt du das dann nicht in die Mülltonne einfach weg, sondern du legst es da so hin? Ich denke mir nämlich Folgendes, der Junge hat irgendwas gemacht oder das Mädel, wir sind ja, ne? Ja, so. Kann ja beides sein. Und musste ganz schnell flüchten und hat sich beim Flüchten das T-Shirt ausgezogen, weil es halt blutverschmiert war. Das Messer aus der Hose genommen, die Schreckschusswaffe, das alles so mir nichts, dir nichts zusammengeknollt und dann so mit der rechten Hand famp an die Mülltonne geworfen und ist weitergelaufen. Mit freiem Oberkörper. Also guck mal, es kann doch schon mal keine Frau gewesen sein. Der ist dann bei den Temperaturen bei minus 4 Grad, rennt derjenige dann weg und schmeißt das dann so zufällig neben die Mülltonne. Nee. Ich gebe zu, die Geschichte hat Lücken. Ja, aber ich glaube eher, das, also wenn du wirklich Dreck am Stecken hast, ja, so. dann entsorgst du das doch richtig fachmännisch und legst es nicht so hin, dass es gleich Hans und Franz sofort finden. Es sei denn, du bist auf der Flucht und musst schnell machen. Ja, aber gerade das ist so die Tatwaffe, also die vermeintliche Tatwaffe, zu der es übrigens noch gar keine Tat gibt. Das stimmt. Und das T-Shirt, also das ist doch nur... Wenn du wirklich Ärger gemacht hast, wenn du was Böses gemacht hast, wenn du Dreck am Stecken hast, dann kümmerst du dich doch darum, dass das richtig sauber verschwindet. Genau, die Waffe wirfst du rein und das Hemd wird verbrannt. Ja. So sieht man es in den Mafia-Filmen so, immer. Ja. No? Du legst es nicht neben die Mülltonne, dass jeder Depp finden kann. Da kannst du noch so sehr auf der Flucht sein, weil das ist doch das Wichtigste. Da sind ja deine Fingerabdrücke, da ist deine Blutgruppe oder wessen Blut auch immer das ist. Ja, aber hast du das nicht auch manchmal gesehen bei diesen Doku-Folgen? Da hat jemand ausprobiert, Faschingskostüm. Guck mal hier, wir haben Februar, Ende Februar ist wieder Fasching, Karneval, mit dem Messer. Fastelove. Da hat jemand sich ein neues... Wo feierst du Fasching, sag mal? Da hat sich jemand ein neues Kostüm gebaut. Nee, aber das finde ich, geht jetzt in eine Richtung, wo ich mir denke, da bringen wir jetzt die Leute auf eine Idee. Nee, mach das nicht. Geht nicht auf ein Fasching mit einem Messer und schon gar nicht irgendwie mit einer Schreckschusspistole. Genau, sowas. Ich weiß, wie es war. Da hat jemand... Warte ganz kurz, dafür brauchen wir einen Trommelwirbel. Also wenn du jetzt sagst, du weißt das... Ja, ich weiß, wie es war. Da hat jemand zu Hause ein neues Faschingskostüm ausprobiert. Der wollte irgendwie sich als Gangster-Rapper verkleiden und hat Blutflecken aufs T-Shirt geschmiert, hat sich ein Messer eingesteckt und eine Pistole hier so hinten drin reingemacht. Oder hier vorne, wo das so die Gangster immer haben. Ich habe leider zu viel Bauch. Das würde ich mich nie trauen. Und dann hat die Mama gesagt, Junge, das kannst du nicht machen. Du kannst dich nicht an Fasching. Geh lieber wieder als Schornsteinfeger. Mach was Anständiges. Ja. Aber du kannst dich nicht blutverschmiert mit dem Messer. Die lassen dich doch nirgendwo
rein. Und dann hat der Junge gesagt, Menno. Wie hat er gesagt? Ja, Menno. Und dann hat das wutentbrannt neben den Mülleimer geschmissen. Das wird so gewesen sein. In dem Moment, wo du es erzählt hast, habe ich sofort gedacht. Kennst du die Geschichte mit dem Rap-Video, was sie in US-Bundesstaaten gedreht haben? Da haben sie so Scharfschützen auf Vordächern postiert fürs Video. Ja. Und ein Anwohner hat die Polizei gerufen und die sind da gleich mit dem Heli und einem Sondereinsatzkommando gekommen und haben da Sonstiges vermutet. Die Geschichte kenne ich nicht, aber es gibt, glaube ich, für jedes zweite Rap-Video gibt es irgendwie so eine Geschichte, wo die Polizei kam, weil man da ohne Drehgenehmigung irgendwas gebaut hat. Okay. Regio-Move. Ja, kommen wir zu deiner Meldung. Was stellst du dir unter dem Begriff Regio-Move? Habe ich schon gedacht, ich würde sagen, das ist irgendwie ein regionales Movement, ja, wo Menschen, und ich denke zuerst an Schlager-Move, also musikalisch geht es durch die Stadt. Ich hätte auch an Schlager-Move, habe ich zuerst gedacht, hier in der Region, ne? Schlager-Move, das Wort ist in Hamburg schon, wird da verwendet, eben für so eine Schlager-Love-Parade. Ich dachte auch Regio-Move, aber pass auf, ich sag dir, was dahinter steckt. Das ist der Name für ein neues Projekt hier in der Region, das in Baden-Baden jetzt getestet wird. Wir sind mal wieder in meiner Old Hometown. Ey, wirklich, es fällt langsam auf, Jan. Dass du echt, du ziehst nur Meldungen aus deiner... Kriegst du schon heimlich Geld von Baden-Baden? Letztes Mal hast du eine Meldung aus Baden-Baden mitgebracht, ganz klar. Wo ich nochmal überlegen muss, ob du mir die nicht untergejubelt hast, so nach dem Motto, guck mal, ich hätte hier noch eine richtig gute Meldung. Es geht jetzt um hier und heute. Es gibt 7 Städte, die daran beteiligt sind. Baden-Baden war jetzt halt die einzige, die ich mir merken konnte. Es geht um intermodale Fortbewegung. Ich bin raus. Intermodale Fortbewegung ist folgendes. Du fährst mit dem Zug von Karlsruhe nach Baden-Baden und willst dann deinen Kumpel in Hauen-Eberstein besuchen. Es fährt aber gerade kein Bus vom Bahnhof Oos nach Hauen-Eberstein. Also steigst du um in ein Carsharing-Auto, fährst direkt los. Ohne noch eine weitere Fahrkarte zu buchen, ohne dich noch irgendwo anders anzumelden, sondern du steuerst alles mit einer App. Die Fahrt mit dem Zug, die Fahrt mit dem Carsharing. Vielleicht wechselst du währenddessen noch auf einen E-Scooter und fährst dann später mit dem Bus zurück. Alles mit einer App. Intermodale Fortbewegung. Unter dem Stichwort Regio-Move, jetzt auch neu in Baden-Baden. Ist das nicht geil? Das finde ich richtig gut, ja. Und wie, das ist eine App, die es schon gibt? Nee, die sind da noch am Basteln dran. Dieses Jahr soll es losgehen. Okay. Cool. Und das finde ich total cool. Zusammen mit dem Karlsruher Modell. Sind da auch E-Scooter drin? Ja, also ich nehme mal an. Wäre natürlich wichtig. Ne? Im Idealfall ist das natürlich auch mit drin. E-Scooter, Fahrräder, so Mietfahrräder halt, Lastenfahrräder vielleicht sogar auch. Total gut. Ist geil, ne? Intermodale Fortbewegung. Und vor allen Dingen finde ich es gut, wenn es jemand schafft, all diese verschiedenen Dinge unter einen Hut zu kriegen, weil das sind ja auch, ne, oftmals sind das auch Konkurrenten. Ja, das ist dann quasi sowas, das Opodo oder Trivago oder wie sie alle heißen, der Fortbewegung. Ja. Da werden ja auch andere Anbieter durchsucht. Ne? Du kannst ja entweder deinen Flug bei der Lufthansa buchen oder bei Air Berlin oder was auch immer. Oder du gehst eben zu so einem Superanbieter, der alle Flüge dann abcheckt. Ja. Es läuft ja nur noch irgendwie über sowas, ne? Wenn ich eine kleine Geschichte aus meinem Urlaub erzählen darf. Bitte darum. Da war ein Familienurlaub und wir wollten halt immer mit dem Taxi vom Strand wieder ins Hotel fahren und waren die einzigen Idioten, wirklich gefühlt die einzigen, die sich nicht diese App runtergeladen haben, sondern noch wie früher am Straßenrand standen und die Hand rausgehalten haben. Das Problem war aber, dass alle um uns rum ihre Taxis mit der Handy-App bestellt hatten und ganz oft die Taxifahrer dann gesagt haben, sind Sie der? Nee, tut mir leid, ich habe eine Fahrt dahin. Und wir dann wirklich gezwungen waren, uns diese App runterzuladen, weil alle Taxis in der Nähe schon durch vergeben waren. Da ist kein freies Taxi mehr gefunden. Ja, ich bin auch noch so einer, der sowas noch nicht hat, ne? So eine Taxi-App. Fall da immer wieder drauf rein. Ja, ich finde, bei uns geht es aber noch. Auf dem Land geht es noch, ja. Aber in den größeren Städten ist es da ein bisschen schwierig. Also in Berlin ist auch so. Gerade jetzt am Wochenende erlebt, abends ein Taxi, genau die gleiche Situation. Bist du der und der? Nee, ja, sorry. Ja, also, man muss es übers Handy heutzutage machen. Was ist mit Menschen? Es gibt sie doch noch, oder? Ja, es bestimmt. Gibt doch noch Menschen, die kein Handy haben. Gerade ältere Menschen, bei denen ist das wahrscheinlich so. Oder auch Aussteiger. Ich glaube, es gibt auch immer mehr Leute, die echt so null Bock haben auf diesen ganzen Hassel. Ja. Also, aber es ist toll, wenn es da wenigstens eine App dafür gibt, hier Regio-Move nochmal zurück drauf. Das würde schon einiges erleichtern. Würde ich mir sofort runterladen. Ich habe mittlerweile auf meinem Handy wirklich 6, 7 Apps nur zur Fortbewegung. Echt? Welche denn? Naja, über
habe ich, wenn du mal in Echt? Ausland bist. Echt? Hast du schon Uber benutzt? Wenn du in England bist oder irgendwo in manchen Ländern, da funktioniert das, dass du Uber hast. Und da ist das super. Super. Und super Uber. Dann halt natürlich für verschiedene Carsharing-Geschichten. Fahrrad, Nextbike habe ich auch. Die E-Scooter fährst du? Ich bin E-Scooter-Fan, ja. Hast du mittlerweile, ist in Karlsruhe gibt es jetzt nicht mehr nur die roten, sondern auch die blauen. Hast du das auch schon mal probiert? Ich habe nur die eine. Die roten, ne? Nee, das sind die grünen. Die grünen oder mintgrüne oder türkisen. Nee, keine die Ahnung. Sind doch rot. Ja, das ist die andere, aber die habe ich nicht. Nee, ne? Aber ja, okay. Das, die neuere, die hast du noch nicht probiert. Doch, die neuere habe ich. Also ich habe eine von zwei. Es gibt zwei Anbieter in Karlsruhe und eine habe ich und ich habe die, die später gekommen ist. Okay. Ja, weil die auch in Mannheim funktionieren. Ja, habe ich jetzt gesehen. Ne? Die haben sich so klammheimlich damit drauf gemacht jetzt hier in Karlsruhe auf dem Markt. Die sollen auch Lastenfahrräder haben, haben sie in der Pressemitteilung geschrieben. Aber das habe ich noch nicht gesehen. Das fände ich total geil, wenn du dir Lastenfahrräder mieten kannst, genauso wie du so E-Scooter mieten kannst, die halt an jeder Straßenecke stehen. Sind das denn diese richtig teuren, wo du auch so einen Einkauf reinballern kannst? Ich habe noch keins gesehen, aber ich würde so gerne mal damit fahren und ich würde es gerne mal ausprobieren. Die sind arschteuer. Wenn ich heute noch mal Kinder kriegen würde... dann würdest du sie eintauschen gegen ein Lastenfahrrad. Nein, Mann. Ich würde so ein Lastenfahrrad kaufen, weil du kannst ja gleichzeitig die Kinder da drin transportieren in diesen coolen Teilen. Und die Stadt Karlsruhe fördert das Ganze sogar. Ja. Du kannst also als irgendwie Familie kannst du einen Antrag stellen und dann kriegst du beim Kauf irgendwie, ich glaube, 800 Euro gesponsert. Ich habe mir auch schon überlegt, bei mir, ich wohne ja in einem Mehrfamilienhaus, sagen wir mal, da wohnen jetzt 12 Parteien drin, ob man nicht so einen Zettel in Gang hängt und sagt, sollen wir uns nicht alle ein Lastenfahrrad teilen? Und? Mach mal. Ja, traue ich mich nicht. Warum nicht? Ja, und da muss ja einer in die Verantwortung gehen. Einer muss das Scheißding kaufen, natürlich. Und dann springen alle anderen ab, weiß ich nicht. Wie machst du es denn, wenn dann einer auszieht? Aber geil wäre es schon. Geil wäre, wenn einfach die Vermieter verpflichtet wären, in jedem Haus so ein Ding zur Verfügung zu stellen. Ich finde das richtig gut. Bei uns im Haus hat auch jemand so ein Lastenfahrrad. Ja? Und da frage ich mich immer, wie der das auf den Innenhof kriegt. Weil bei uns gehst du so rein, dann gibt es eine 90-Grad-Kurve und dann gibt es nochmal eine 90-Grad-Kurve und da ist dann gleich die Treppe, wo es hochgeht. Und da geht es dann durch. Da frage ich mich immer, wie schafft er das? Ich weiß nicht, ob er das auseinanderbauen kann und dann so an Einzelteilen immer auf dem Innenhof trägt. Da muss man ja ständig wieder. Du, ich gucke gerade auf die Uhr. Heute habe ich meine Uhr dabei. Yes. Wir müssen ganz schnell jemanden anrufen. Ja. Sonst kommen wir nämlich nicht mehr zu meinem geilen nächsten Thema, was ich noch vorbereitet habe. Du bist schon ziemlich themenfixiert. Ja, oder? Ich möchte ja, wie gesagt, dass dieser Podcast ist ein Werbespot für die Region und ich möchte, dass möglichst viele wissen, was hier alles abgeht. Und jetzt machen wir aber unsere kleine Rubrik, dass wir jemanden anrufen. Das finde ich immer toll. Ich bin da auch echt immer sehr aufgeregt, weil wir nie wissen, was passiert. Weil wir wissen nie, ob jemand rangeht, wer rangeht, ob er Lust hat, mit uns zu sprechen. Was er macht. Das klingelt. Oder ob wir ihn vielleicht sogar schon mal angerufen haben. Darauf warte ich ja auch noch. Was hat er gemeldet? Weißt du? Gute. Hallo, schönen guten Tag. Hier ist die neue Welle. Mein Name ist Jan Zipperer. Kollege Carsten Penz ist auch da. Mit wem spreche ich? Fabian Kundel. Hallo Fabian, du hast uns gerade eine WhatsApp ins Studio geschrieben. Ja. Und jetzt ist es so, wir zeichnen gerade einen Podcast auf und ein Teil dieses Podcasts ist immer, dass wir den letzten, der uns eine Nachricht geschrieben hat, anrufen und kurz ein bisschen uns mit ihm unterhalten. Hast du da Lust drauf oder bist du gerade im Stress? Ah, nee, Moment, sorry, ich habe gerade einen Verbindungsfehler. Ich habe gerade die letzte 10 Sekunden nicht verstanden. Möchtest du nochmal oder soll ich? Ich sag's, Fabian, wir zeichnen gerade einen Podcast auf und die Rubrik im Podcast heißt, dass wir immer den letzten anrufen, der uns eine Nachricht ins Studio geschrieben hat, um ein bisschen mit ihm zu quatschen. Hast du da Lust drauf oder bist du gerade im Stress? Da ich im Spielplatz sitze, habe ich überhaupt keinen Stress gerade. Ne? Das finde ich super. Fabian sitzt dann am Spielplatz. An welchem Spielplatz sitzt du und was machst du da? In Mingolsheim, neben der Grundschule, wo ich darauf warte, dass mein Sohn Schule aus hat und den abhole. Ja, das ist natürlich schön. Ne? Wenn man, holst du ihn jeden Tag ab? Nee, nicht jeden Tag. Nur wenn ich... da ich ja geschieden bin und meine Ex-Frau und ich uns das Sorgerecht teilen, nur an den Tagen, wo ich ihn dann habe. Wie oft ist das in der Woche? Was habt ihr da? Dreimal. Dreimal? Also Montag bis Mittwoch ist er bei mir und bis sonntags morgens ist er dann bei ihr. Ah ja, okay. Okay, und wie lange wartest du da immer so? Das kommt darauf an, wie viel ich zu tun habe und heute habe ich nicht so viel zu tun gehabt und deswegen sitze ich jetzt schon so eine halbe Stunde bestimmt schon da auf der Bank. Wahnsinn. Wie alt ist dein Sohn und welche Klasse?
Der ist in der dritten Klasse, deshalb 9 Jahre. Und wenn du da alleine als Mann auf dem Spielplatz sitzt und wartest, gibt es da nicht Probleme mit Nachbarn? Bislang gab es noch nichts, weil da ich ja auch nicht irgendwelche Kinder anstarre oder so, sondern ein Buch lese und dabei die neue Welle höre natürlich. Was? Echt? Ja, ja. Das ist ja witzig. Das ist aber schlau. Also ich meine, das ist ja Zeit, die einem nie jemand wieder zurückgibt. Ne? Wir warten ja Zeit unseres Lebens auf unsere Kinder. Am Anfang, dass sie irgendwie anfangen zu laufen. Später, dass sie aus der Schule kommen, so wie du jetzt gerade. Und ganz später, dass sie endlich mal wieder anrufen, wenn sie dann ausgezogen sind. Also du bist ja nur am Warten. Ja. Und bis sie ausgezogen sind, wartest du auch noch? Ja, dann wartest du, dass sie irgendwann wieder einziehen. Genau, erst müssen sie weg und dann kann man es nicht mehr warten, wenn sie daherkommen. Aber genauso ist das ja auch aus Kindersicht mit den Eltern. Ne? So erst ist der Papa der stärkste Mann, der alles weiß. Dann weiß der Papa vielleicht manchmal gar nichts mehr. Und am Ende hat der Papa doch immer alles gewusst. Ja, das merke ich jetzt auch gerade. Ich werde zu langsam, komme jetzt in das Alter, wo ich zu uncool werde, als dass er mit mir was unternehmen will. Und deswegen bin ich jetzt eigentlich nur noch dazu da, dann mit Freunden irgendwo hinzufahren, dann, wo sie dann ohne mich dann sozusagen was machen können. Das war so lustig, weil... gibt es noch Küsschen vor den anderen? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Mit 9 ist es durch, oder? Nee, vor den anderen nicht. So, daheim schon noch, aber vor anderen Leuten dann immer. Bei uns gab es letztens Zeugnisse und meine Tochter kam mit einem Zeugnis nach Hause und einer Freundin. Also sie hatte sich sozusagen ein Backup besorgt. Klug. Und ja, es war auch angebracht. So, jedenfalls kam sie mit einer Freundin und gab mir das Zeugnis und sagte aber gleichzeitig, Papa, aber jetzt bitte keine Diskussion, wir können das nachher machen. Er hat gleich eine klare Ansage gegeben. Ja, ich bin mal gespannt, die haben das Zeug noch gar nicht. Ich glaube, die kriegen das bei uns jetzt, aber ich glaube die Woche oder so, jetzt müssen wir mal gucken. Ja, sind irgendwann jetzt Ferien, ne? Ab in Rheinland-Pfalz, ich habe heute Morgen gerade mit einer Lehrerin aus Rheinland-Pfalz gesprochen, ab dem 14.02., was ja nächste Woche wäre oder übernächste Woche. Ja, also irgendwie vor den Ferien müssen sie das jetzt irgendwann kriegen. Aber in der Grundschule gibt es ja noch keine Noten, gibt es ja Noten, oder? Doch, ja. Echt? Doch, irgendwann, ich glaube, die haben jetzt so ein Halbjahr, die kriegen aber glaube ich, also letztes Jahr gab es nur in Deutsch und Mathe. Mhm. Dieses Jahr, glaube ich, sind noch ein paar dazugekommen. Weil du ja, und jetzt kommt wieder der Erklärbär, weil du ja mit 9 Jahren nächstes Jahr in die weiterführende Schule wechselst. Und genau. Da musst du ja irgendwelche Noten vorweisen können, ob du jetzt gymnasialtauglich bist oder anders. Mhm. Fabian, meinst du bist wieder cooler bei deinem Sohn, wenn du sagen kannst, mich hat gerade die neue Welle angerufen und ich bin jetzt bei denen im Podcast dabei? Das weiß ich nicht. Er kennt die neue Welle natürlich, weil er es im Auto als hört. Er hat immer gehofft, dass wir gezogen werden, wenn, das war da letzt, nicht das aktuelle Gewinnspiel, wo er habt mit den Städten, sondern was war davor? Gehalt hatten wir auch schon. Doppeltes Gehalt, ja. Doppeltes Gehalt, genau, das war's, genau. Und da hat er... Doppeltes Gehalt, gleich doppelte Geschenke. Da hat er gehofft, dass er sein Taschengeld verdoppelt. Da hat er immer gehofft und hat immer gehört und hat aber nicht funktioniert. Ja, genau, also du kannst auf jeden Fall jetzt immer sagen, wenn du den Jan oder den Carsten im Radio hörst, das sind deine Kumpels, da warst du im Podcast dabei und wenn ihr mal vorbeikommen wollt, kommt vorbei, bei uns ist immer Tag der offenen Tür. Okay, das können wir machen und benutze meine Fragen beim Schlacht der Geschlechter von heute Morgen, dann kann ich nur gewinnen. Ja, warst du das schon mit dem Auswuchten? Ich habe mich über das Auswuchten beschwert, weil es viel zu leicht war. Ah ja, genau, weil du hast gedacht, das wäre zu leicht und dann sind wir ins Gespräch gekommen und dann hast du mir mehrere Fragen geschickt. Ah, jetzt weiß ich es wieder. Ja, stimmt. Okay, das wird jetzt zu Special Interest. Ganz viele Leute steigen aus, weil sie uns beide nicht kennen, aber das war trotzdem schön. Vielen Dank. Jo, alles klar. Fabian, ich hoffe, die Klingel läutet bald, dass du nach Hause kannst und schönen Tag noch. Ja, alles klar, bis dann. Ciao. Tschüss. In ganz vielen Schulen gibt es gar keine Klingel mehr. Gibt es keine Klingel mehr? Was ist denn jetzt los? Das sagt der Lehrer so, jetzt könnt ihr einpacken. Ja, das sagt der Lehrer ja schon immer. Unterricht ist vorbei, wenn ich den Unterricht beende. Aber jetzt gibt es auch gar keine Klingel mehr. Haben die Lehrer sich wirklich durchgesetzt und haben gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf die blöde Klingel, mir von der Klingel das diktieren zu lassen, wann der Unterricht vorbei ist? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist heute politisch nicht mehr korrekt, so harte Brüche. Man muss die Kinder sachter anfassen. Nein. Das ist komisch alles. So, kommen wir zur nächsten Meldung. Also man muss sagen, wieder ein toller Hörer. Mega. Der hätte gar nicht mehr aufgehört zu erzählen. Super. Und zwar möchte ich jetzt ein Bruchsaler Startup feiern. Ja. Aus Bruchsal. Und dieses Startup hat es sich zur Aufgabe gemacht, den kleineren Hotels zu mehr Umsatz zu verhelfen, weil die oft gegen die großen
runterfallen. Mhm. Room Price Genie nennt sich das Unternehmen. Es sind drei Leute, so 2x27. Einer ist, glaube ich, ein bisschen älter, 43, sitzen im Trivo Park in Bruchsal und die haben jetzt folgende Idee gehabt. Ne? Also Robbie Williams sagt, er wird in München ein Konzert machen. Mhm. Was passiert für den Tag, wo er das Konzert angekündigt hat? Die Hotelpreise gehen nach oben. Ist das so? Ja, weil sofort geguckt wird, diese ganzen Hotelbuchungsplattformen, die checken das ab. Was ist da los in der Stadt? Okay. Eine Messe, wie gesagt, ein Konzert oder sowas. Und dann fangen die an, die Preise nach oben zu korrigieren. Ja. Und das machen sie aber nur für die größeren Hotels. Die kleineren Hotels mit unter 50 Zimmern, die sind meistens preisstabiler und die kriegen das nicht mit, hauen also sozusagen die Zimmer für einen zu günstigeren Preis raus. Und da gibt es jetzt eine App, die das auch für kleinere Hotels macht. Eine Software. Die können sich also kleinere Unternehmen holen, ja, und können damit eben auch in diesen Zirkus der Großen mit einsteigen. Kleinere Hotels. Für die ist das gedacht. Ein Bruchsaler Startup-Unternehmen. Kostet 100 Euro. Gut für die Hotels? Aber doch blöd für uns, oder? Nein. Ich habe gehofft, dass du das fragst. weil das war jetzt echt ein bisschen blöd, gebe ich dir zu. Nein, weil das natürlich auch genauso andersrum funktioniert. Ja, also die Preise werden dadurch genauso auch günstiger. Ja, wenn nämlich gar nichts los ist in der Stadt und du deine Hotelzimmer nicht wegkriegst, ja, dann werden die Preise auch runtergerechnet und du hast irgendwo am anderen Ende natürlich die Chance, ein günstigeres Hotelzimmer zu kriegen. Insgesamt sollen die Hotels aber damit ihren Umsatz um 15% steigern, sagt zumindest einer. Also das heißt aber auch, wenn die ihren Umsatz steigern, dass der Kunde dann auch mehr bezahlt. Ne? Also nicht ich habe jetzt nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, wenn Robbie Williams ein Konzert gibt in der Stadt in der, und ich möchte da hingehen, muss mir ein Hotel buchen, habe ich jetzt nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, ich gehe jetzt nicht zu den großen Ketten, sondern... vielleicht nicht mehr. So, aber du hast auf jeden Fall die Möglichkeit zu sagen, hey, ich möchte ganz gerne mal da hinfahren und ich muss jetzt für dieses kleine Hotel eben keine 70 Euro mehr zahlen für die Übernachtung, sondern nur 50, weil an diesem Wochenende nichts da ist. Und die kleinen Hotels haben auch was davon, weil wenn sie nämlich nur 50 Euro raushauen pro Zimmer, dann buchen das vielleicht drei Leute, anstatt für 70 nur zwei. Okay. Eine Win-Win-Situation. Win-Win-Situation. Und man muss wieder sagen, wir hier Technologieregion, diese Software ist schon teilweise nach Südafrika verkauft worden. Die ist in mehreren großen Städten in Deutschland gerade sehr erfolgreich getestet worden. Das, meine Damen und Herren, gibt es nur im Neue Welle Sendegebiet, die Technologieregion Karlsruhe, ganz vorne mit dabei. Wir sind übrigens noch bei was anderem ganz vorne mit dabei. Jetzt kommen wir zu deinem Thema. Zu meinem Thema. Wir haben ja in Bayersbronn hier auch bei uns im Neue Welle Sendegebiet das Sternedorf. Ne? Der Guide Michelin vergibt da ja die meisten Restaurantsterne. Ja. Und vor ein paar Wochen ist ja in Bayersbronn das seit 25 Jahren mit 3 Sternen ausgezeichnete Restaurant Schwarzwaldstube abgebrannt. Das war ja der Skandal. Letztes Jahr war das ja. Ja, aber auch nur, weil das ja so eine exklusive Küche hat. Nicht, weil da viele Menschen waren. Warst du schon mal da? Nein, natürlich nicht. Kennst du jemanden, der schon mal da war? Nein, natürlich nicht. Ich genauso wenig. Ja, also wenn der McDonald's hier um die Ecke abbrennt, da habe ich eine Beziehung dazu, weißt du, weil da habe ich schon mal gesessen. Aber das Ding, da habe ich noch nie drin gesessen. Aber es hat seit 25 Jahren 3 Sterne, ist eines der renommiertesten Restaurants. Toll. Muss man drüber reden. Ja, kann man drüber reden. Ja. Wir würden aber auch über den McDonald's drüber reden. Nur die Betroffenheit, die hat mich immer so überrascht, so, weißt du, weil Leute denken dann, ich finde aber ganz interessant, wie es jetzt weitergehen soll. Ab April soll die Schwarzwaldstube dann wieder unter der Leitung von Thorsten Michel, dem Nachfolger von Harald Wohlfahrt, in ein Übergangsrestaurant aus Containern umziehen, das auf dem Parkdeck aufgebaut wird. Container? Ja. Okay. Container auf dem Parkdeck und innerhalb von 1,5 Jahren soll dann an der Stelle, an der früher eben das alte Restaurant stand, ein Neubau fertiggestellt werden. Aber das klingt jetzt wirklich, wir gehen in Richtung McDonald's. Gibt es dann Drive-In dann auch für das Ding? Oder kannst du dir das vorstellen? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. 3-Sterne-Restaurant in einem Container. In einem Container. Ich weiß nicht, ob Nicolas Cage dann noch kommt. War Nicolas Cage war schon mal da? Nicolas Cage musste umbuchen, weil der hätte nämlich für den Abend danach dort einen Tisch gehabt und dann ist das Ding abgefackelt. Ach, das ist, was du alles weißt. Guck mal, was ist das jetzt für ein Geräusch im Hintergrund? Das ist wieder deine Spielerei, immer am Ende des Podcasts, ein SFX, das uns darauf hinweist, es ist vorbei. Und es sind Möwen. Ice Cream, Eis, hier geht der Gelato,
Schöne Eis, Gelato, Schokolade, Vanille, Stracciatella, Malaga, Cefragola, Erdbeere, der Strand. Achso. Eiscreme, Cevanilla, Schokolade. Strandatmosphäre ist das, da kommt der Eisverkäufer. Okay. Ich wollte mal so ein bisschen Sommerfeeling in unseren Podcast bringen. Heißt aber, dass er jetzt vorbei ist. 29 Minuten 59 Sekunden sind gleich rum. Und ja, danke an Fabian, dass er mitgemacht hat hier in unserem kleinen Telefonanruf. Und danke an alle, die sich das hier regelmäßig anhören und runterladen und weitersagen. Ja, ruhig mal verlinken, verteilen, appen. Also appen? Was meinst du denn mit appen? Was ist das?